In diesem Video zeige ich dir vier Dinge, die du zur Rehbrunft wissen solltest und die du unbedingt vor der Brunftjagd beachten solltest. Ja, willkommen bei Wild auf Wald. Heute gibt es wieder ein jagdliches Video, beziehungsweise für alle Naturfreunde, die sich für das Rehwild und für unsere Hauptschalenwildart interessieren. Also die Rehbrunft ist ja wirklich, glaube ich, das Spannendste für uns Jäger, was es so gibt. Natürlich, die Rotwildbrunft ist spannend, die Gamswildbrunft ist ebenfalls spannend. Es gibt sehr viele spannende Jagdarten, aber im Sommer trotzdem ein großes Highlight, die Rehbrunft. Und hier ist natürlich die Rufjagd mit dem Blatter wirklich eine spannende, attraktive Jagdart, die aber ein bisschen Erfahrung erfordert. Und ich zeige dir heute vier Punkte, die dir behelfen sollten, das Rehwild in der Brunft stehen zu lernen. Und dann funktioniert nämlich der Jagderfolg viel besser. Du hast viel mehr Erfolg, wenn du das ein bisschen deuten kannst, was sich in deinem Revier so tut. Erstens der Ablauf der Brunft. Das bestimmt natürlich die Geiß durch die Fruchtbarkeit, durch diesen Zyklus wird die Geiß brunftig und auf das reagiert der Rehbock und nicht umgekehrt. Ungefähr 3 Tage bleibt der Rehbock im Schnitt bei der Geiß, die empfängnisbereit wird. Und in dieser Zeit kennen wir sehr viele von uns das Spiel. Ist eine Mischung aus Ruhen, aus Esen und Treiben. Treiben, da verfolgt der Rehbock die Rehgeiß und dieses Treiben ist sehr wichtig für die Eireife. Es kommt dann zum Abschluss zum mehrmaligen Beschlag des Rehbocks und wenn das wirklich dann abgeschlossen ist, dann ist er wieder weg und das ist unsere große Chance. Also dieses Zeitfenster, wenn der Rehbock nach dem Beschlag zu suchen beginnt, da ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Rehbock überlisten können. Punkt 2, Territorien. Fürs Territorium ist wichtig, die werden im Frühling schon ausgekämpft. Also im April, Mai entscheidet sich das. Das Rehwild ist Einzelgänger, Rehwild bezieht die Territorien. Ich habe da ein Jagdvideo produziert heuer. Wenn dich das interessiert, schaut das an. Da sieht man wirklich ganz gut die Einstandskämpfe. Ich erlege dort auch ein Schmalreh, aber das ist mehr am Rande. Man sieht aber hervorragende Einstandskämpfe im Frühling. Das war im Mai und beginnt bei uns hier im Alpenvorland in Oberösterreich ungefähr Anfang April, also zur Fegezeit der Rehböcke, da werden die Einstände ausgestritten. Dort wird definiert, wer wird der Platzbock. Und das ist meistens der vom Vorjahr aus, also natürlich erlegt worden oder anders zu Tode gekommen, würde ich sagen. Also über Jahre wird dieser Einstand normal bezogen und das ist für mich auch ein sehr guter Indikator auf das Alter des Rehböckes. Rehbockansprache ist sehr schwierig, noch viel schwieriger ist bei der Rehgeiß. Jeder, der sagt, er weiß das hundertprozentig, der lügt sich wahrscheinlich selber an. Natürlich, einen uralten Bock ist vielleicht doch zu erkennen. Einen Jährling erkennen wir noch recht gut, aber diese mittelalte Schicht zwischen 3 und 5, 6, ja, ist oft sehr schwierig zu erkennen. Aber man kann davon ausgehen, wenn ein Rehbock einen Einstand schon 4 Jahre belegt hat, wird er wahrscheinlich 5-6-jährig sein. Wahrscheinlich. Gell? Es kann natürlich auch sein, dass er älter ist. Also dann bin ich wahrscheinlich vom Alter her, wenn ich alte Böcke schießen will, auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn ich jedes Jahr auf der gleichen Stelle einen guten Bock erlege, wird er wahrscheinlich nicht alt sein. Habe ich jetzt eine Ecke im Revier, wo schon jahrelang kein Rehbock geschossen wurde, ist es natürlich hervorragend für mich in der Brunft. Wenn es ein sehr heimlicher Bock ist oder vielleicht im Wald, wichtig dabei ist, mir vorher die Blattstände zu suchen. Also wo ich dann wirklich die Rufjagd durchführen will, das schaue ich mir vorher an. Ich suche mal Stangenholz, ein lichtes Stangenholz oder irgendwas in der Art, wo ich gut getarnt bin, wo ich aber schön aussehe. Also das ist ein Korridor, wo ich sehe, es sollte schon 40, 50 Meter mindestens sein, dass ich reagieren kann, wenn der Bock springt. Das kann recht flott gehen, dass sein Bock zusteht und da sollte ich doch auf den Kugelfang und so weiter achten, vorher schon in der Planung von meinem Birschgang, von meiner Ruf
Jagd. Ein kurzes Video als nächstes, da sieht man mich beim Rufen und wie mir ein Bock zusteht. Leider habe ich noch keine gute Kamera gehabt, aber man sieht ganz schön, glaube ich, wie das funktioniert. Und so schaut auch ein optimaler Platzstand aus. Also im beginnenden Baumholz, wo die Bäume schon ein bisschen lichter stehen, wo ich wirklich gut sehe, mit dahinter einer Senke, mit einem vernünftigen Kugelfang und so weiter. Eins kann ich vorausschicken, die Grenzen sind oft gleich. Also wenn ein Rehbock erschossen wird und ein weiterer Bock nachher dieses Revier einnimmt, haben oft die gleichen Grenzen, die wieder eingenommen werden. Es ist oft so, gerade im Frühling sieht man das im Feldrevier, wie diese Grenzen verlaufen. Es sind oft Bachläufe oder es sind oft Wege oder ähnliches. Und wenn zwei Böcke sich hier flankieren und außer Streit auseinandergehen, kann man davon ausgehen, dass das die Grenze ist, und das ist vielleicht auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder dasselbe. Also das ist oft das Gleiche. Böcke ohne Territorien, die springen wir oft aufs Blatt, und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil es sind oft sehr junge Böcke, die aufs Blatt springen, und besonders in Zeiten, wo es noch nicht so optimal passt. Also es gibt auch Prunftwanderungen, es gibt Geißen, die zu Böcken gehen, Böcken, die zu Geißen gehen, also es wird da schon alles ein bisschen aufgemischt, und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, zum Termin, wenn ich rufen gehe, wenn ich meine Blattjagd durchführe, damit ich nicht nur junge Böcke vor der Büchse habe und nicht nur junge Böcke springe, ich würde vielleicht einen alten Bock schießen. Das bringt mir jetzt, wie gesagt, zum dritten Punkt, der Termin. Ja, die Rehbrunft bei mir in unseren Revieren ist von Mitte Juli bis Mitte August, ist regional ein bisschen unterschiedlich, und am besten sind diese Tage geeignet zur beginnenden Brunft, denn es sind noch nicht viele Geißen empfängnisbereit und die Rehböcke spüren schon den Druck der Brunft. Also hier ist es leicht möglich, der Platzbock hat kein empfängnisbereites weibliches Tier, keine Rehgeiß, die sich mit ihm abgibt, und hier ist die Wahrscheinlichkeit doch da, dass er springt. Doch die besten Tage für die Rufjagd sind die ausklingende Brunft. Bei mir in unseren Revieren ist es beginnend ab dem 5. August bis hin zum 13. August. Die besten Tage sind der 8., 9., 10. August, auch je nach Wetter. Wenn es sehr heiß und schwül ist, dann verlagert sich das oft in die Nacht. Wenn Vollmond ist, verlagert sich das oft in die Nacht. Da muss man natürlich schauen, da wird es schwierig am Tag, bei Tageslicht die Böcke zum Springen zu bewegen. Aber es ist durchaus auch in der ausklingenden Brunft möglich. Wenn es abkühlt, nach einem Gewitterregen natürlich, das wissen alle Jäger, da muss man ins Revier, da geht es dann rund. Und wichtig ist, bei prallen Sonne ist es schwer, den Rehbock zum Springen zu bringen. Also wirklich eher die Morgenstunden und die Abendstunden nutzen, oder natürlich im Waldrevier ist es den ganzen Tag gut möglich mit der Überschirmung in Holz. Aber nicht glauben, dass ein Rehbock ein Alter über eine Lichtgrenze drüber springt. Das ist echt schwierig. Also muss man sicher auf Licht und Schatten auch achten. Wie wird das Ganze bestimmt, diese Fruchtbarkeit? Natürlich durch einen Setztermin und so weiter. Das Rehwild hat ja die Eiruhe, das heißt, es hat den Riesenvorteil, im Sommer die Brunft zu haben, bequem sich zurückzulegen, Fettreserven noch zu speichern bis in den Herbst. Und erst ab ungefähr Weihnachten fangen die Kitze an zu wachsen. Und da ist wirklich dann ein schöner Zeitkorridor, wo sie sich wieder für den Winter fit machen. Das haben andere Wildarten nicht, wie wir wissen. Gamsbrunft ist im November im Hochgebirge, da ist oft schon sehr viel Schnee, also die haben den Komfort nicht. Ja, und müssen natürlich schon im beginnenden Winter die Brunft machen.
dass die Kitze dann nach dem Bergwinter gut bessere Überlebenschancen haben. Das Rehwild hat das nicht, da werden die Sitze dann, die Kitze dann ungefähr im Mai gesetzt. Und ja, so ergibt sich das mit dieser Brunftzeit, beziehungsweise mit diesem Zeitraum ab dem 5. bis zum 15. August. Da muss man wirklich, wenn man Rufjagd betreibt, draußen sein im Revier und wirklich dann das durchführen. Auch nicht uninteressant, der vierte Punkt, die Kitzbindung. Die Kitzbindung ist schon ein entscheidender Player auch in der Brunftjagd. Es werden die Kitze besonders an den letzten Tagen, dieser drei Tage, wo der Bock bei der Geiß steht, oft abgelegt oder sie sind schon alleine unterwegs. Gerade gut entwickelte Kitze sieht man oft zu zweit dann wo stehen, am helllichten Tage, und das ist ein Indikator, okay, die Geiß ist wahrscheinlich mit dem Bock unterwegs, hallo Trio, und die Kitze sind auf sich alleine gestellt. Also hier beginnt schon das Einzelgängertum des Rehwildes. Also die Kitzbindung wird jetzt schon loser, und ich kann dann auch, wenn ich solche Kitze irgendwo sehe, dort mit dem Kitzfib arbeiten. Der Kitzfib alarmiert vielleicht dann die Rehgeiß, und in dieser Phase, wo der Bock fast nicht von der Rehgeiß wegzubringen ist, kann es ja sein, dass ich doch die Geiß zu mir rufen kann. Das heißt, in dieser Hauptbrunftzeit zwischen, keine Ahnung, 25. Juli bis 5. August, ist es vielleicht der Kitzfib auch eine gute Option, dass mir die Geiß zusteht, weil sie glaubt, dem Kitzen ist was zugestoßen und der Bock springt hinten nach. Ja, und diese Dinge, glaube ich, muss man vor der Brunftjagd wissen, diese vier Dinge. Neben mir blende ich jetzt das Video ein von dem Hochsitz, den ich gebaut habe, im Hintergrund. Da siehst du auch Stücklisten und so weiter, also zum Nachbauen eine super, glaube ich, Anleitung. Darunter ein Video, was dich interessieren könnte, und hier noch eines, das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Danke fürs Zuschauen, willkommen beim nächsten Mal bei Wild auf Wald. Pfiat dich.